Hallo liebe Zuschauer, und heute bin ich nicht alleine, sondern mit meiner besten Schülerin Agnea. Und wir haben zusammen einen besonderen Grund. Agnea hat nämlich vor kurzem an einer Stadtolympiade im Fach Deutsch teilgenommen und sie hat auch in Kaliningrad den ersten Platz genommen. Guten Tag, Agnea. Guten Tag. Ich gratuliere dir herzlich. Dankeschön. Und ich möchte dir ein paar Fragen stellen, aber zuerst stell dich bitte vor. Ich heiße Agnea, ich gehe in die 7. Klasse und ich gehe noch in die Musikschule und spiele Geige. Welche Hobbys hast du noch? Ich spiele noch Klavier und... Ja, was magst du in deiner Freizeit? Ich mag lesen. Hast du ein Lieblingsbuch? Ja, mein Lieblingsbuch ist Harry Potter. Hast du alle Teile gelesen? Ja, ich habe alle Teile gelesen. Und wie lange lernen wir schon Deutsch? Wir lernen Deutsch schon 3,5 Jahre. Okay, und findest du Deutsch schwer, oder? Nicht besonders schwer. Wie viele Stunden pro Woche haben wir? 2 Stunden pro Woche. Und wie lange lernst du Deutsch zwischen unseren Stunden? Also wie lange machst du deutsche Hausaufgaben? Ich lerne Deutsch ungefähr 3 oder 4 Stunden pro Woche. Und wie lange täglich, so durchschnittlich? Ungefähr 20 Minuten. Erzähl mir über deine Familie. Also, hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Wie alt ist sie? Sie ist 23 Jahre alt. Und was macht sie gerade? Sie studiert in Deutschland. Und kann sie auch Deutsch sprechen? Sie kann ein bisschen Deutsch sprechen. Und wie hat sie studiert? Sie studiert auf Englisch. Wann ist sie fertig mit ihrem Studium? Sie ist fertig in diesem Jahr. Was will sie danach machen? Sie weiß noch nicht. Okay. Aber mag sie Deutschland? Ja, sie mag Deutschland. Und in welcher Stadt wohnt sie? Sie wohnt in der Stadt Nebelkörling. Ist das eine kleine Stadt? Ja. Wie heißt sie? Bad Rolf. Okay. Warst du dort schon? Ja, ich war dort. Okay. Und in welchen Städten Deutschlands warst du noch? Ich war noch in Düsseldorf, in Köln, in Berlin und in Dresden. Wie oft besuchst du auch Deutschland? Fast jede Ferien. Und fährst du alleine oder mit deinen Eltern? Ich fahre mit meinen Eltern. Und was macht ihr in Deutschland? Wir besuchen zum Beispiel Museum. Museen? Museen, ja. Oder wir gehen spazieren. Wohnt ihr immer in einem Hotel, oder? Nein, wir wohnen in der Wohnung. Mietet ihr eine Wohnung oder habt ihr dort? Ja, wir mieten eine Wohnung. Okay. Habt ihr auch Freunde in Deutschland? Ja, wir haben Freunde in Deutschland. Ja, und ich weiß, du hast eine Freundin, Nastja. Erzähl mir ein bisschen über Nastja. Wo ist sie geboren? Sie ist in Deutschland geboren. Achso, und welche Sprache kann sie besser sprechen? Russisch oder Deutsch? Sie kann Deutsch besser sprechen. Wenn du nach Deutschland kommst, siehst du sie jedes Mal, oder? Manchmal sehe ich sie. Okay, welche Sprache spricht er normalerweise? Sie spricht, ja. Wir sprechen Russisch. Und warum? Sie kann nicht mit mir Deutsch sprechen. Also sie will nicht, ja? Ja. Okay. Und hast du noch irgendwelche Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen? Mit wem sprichst du Deutsch, wenn du in Deutschland bist? Ich spreche Deutsch zum Beispiel im Hotel. An der Rezeption, oder? Ja. Und hast du Angst, wenn du Deutsch sprichst? Nein, ich habe keine Angst. Okay, und du machst auch Musik. Wenn du auf der Bühne bist, wenn du Geige spielst, hast du Angst? Ja, ich habe Angst. Also Geige zu spielen ist also nicht so einfach für dich wie Deutsch sprechen? Ja. Okay.
Ich danke dir herzlich für dieses Interview und ich wünsche dir auch weitere Erfolge im Fach Deutsch. Und ja, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Hallo, liebe Zuschauer. Und heute bin ich...